Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Walter Gegenschatz. Das ist mein Pferd, der Casino Royale. Und gemeinsam haben wir Freude und Spaß am Springen. Damit das so ist, braucht man eine gute Vorbereitung. Weil oftmals kommen Mensch oder Pferd unvorbereitet auf diese Aufgaben hin und dann gibt es schlechte Erfahrungen. Jetzt, die Vorbereitung beginnt am Boden, nicht im Sattel und schon gar nicht so gezäumt. Ja? Und das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen, wie wir am Boden die ganze Sache beginnen können. Beginnen wir mit Schritt 1. Habe ich einen Partner an meiner Seite? Ist er cool? Oh, könnt ihr sehen, kleines Missverständnis. Er glaubt, er muss schneller gehen. Nein. Haben wir eine Kommunikation? Ist mein Pferd cool? Entspannt? Das ist das eine. Das andere, kriege ich positive Antworten. Also habe ich einen Umgang mit Leichtigkeit. Wie viel Aufwand ist es, mein Pferd in Bewegung zu setzen, zu verlangsamen? Antwortet mein Pferd mit Respekt, ohne Angst, auf meine Aufforderungen, auf meine Fragen? Jawohl. Stopp und Go zum Beispiel. Richtungsänderungen oder was immer wir uns darunter ein bisschen vorstellen. So, ich glaube, das haben wir. Dann können wir zu Schritt 2 gehen. Ist mein Pferd mutig genug, um zum Hindernis hinzugehen? Das testen wir mal hier im Schritt. Ich habe mit dieser Zebra-Fliegendecke ein spezielles Hindernis kreiert. Und wenn wir jetzt seinen Gesichtsausdruck beobachten, dann sehen wir, dass es ihn noch ein bisschen Überwindung kostet, um dahin zu gehen. Jawohl. Und wie wir jetzt gerade eben auch gesehen haben, ist aus Überwindung, aus Unsicherheit Neugier geworden und er konnte die Fliegendecke berühren und er konnte sogar die Lippen schlecken, also er konnte sich entspannen. Also Schritt 2, er ist mutig genug, um hinzugehen. Vielleicht testen wir das nochmal, damit wir sicher sind. Und könnt ihr sehen hier, ich erlaube ihm hinzugehen. Also ich bin im Moment absolut neutral. Er kann anhalten, er könnte frühzeitig anhalten, er könnte versuchen, daran vorbeizugehen oder was immer er will. Weil ich möchte testen, ob er den Mut hat, alleine dorthin zu gehen. Dann Schritt 3. Ich habe jetzt eine Hindernishöhe gewählt, so in der wir könnten es auch niedriger machen, dass er vielleicht sogar aus dem Schritt auf die andere Seite gehen könnte. So, jetzt teste ich auch wieder als Vorbereitung. Kann er daneben vorbeigehen und beobachte sein Gesicht? Jawohl, er schaut nicht mehr skeptisch hin. Jetzt ist er bereit, zum allenfalls über das Hindernis zu gehen. Ich offeriere und jetzt bin ich auch wieder neutral und es ist sein Business, auf die andere Seite zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es eine Pause, somit Komfort. Damit er lernen kann, der Komfort ist hinter dem Hindernis, damit es auch einen Sinn macht, übers Hindernis zu gehen. Gut, also Schritt 3, ich konnte ihm erlauben, übers Hindernis zu gehen. Ich habe ihn nicht forciert. Und jetzt Schritt 4, könnten wir sagen, ja, aber ein Sprung gehört in die Kategorie Galopp. Oder? Es ist ja ein Galoppsprung, also ein Sprung Galopp. Ne? Das würde heißen, es macht Sinn, wenn er hinter dem Hindernis oder nach dem Sprung im Galopp ein bisschen weitergeht, damit das schlussendlich einen schönen Sprung wird, ein dynamischer Ablauf. Genau, jetzt schauen wir mal. Ich erlaube, ich bin neutral. Er springt und jetzt motiviere ich ihn, ein bisschen weiter zu galoppieren.
Und dann gibt es eine Pause. Hoho. Gut. Und wenn ich das wiederhole, entsteht eine Gewohnheit, ein Muster, dass wir über den Sprung gehen, ein wenig galoppieren, also die Dynamik, den Rhythmus beibehalten und anschließend eine Pause machen. Also dass am Ende der Übung Komfort entsteht. Diese ersten vier Schritte werden euch helfen, einen erfolgreichen Sprung zu erhalten mit eurem Partnerpferd, weil er versteht, was seine Aufgabe ist, weil ihr Kommunikation entwickelt mit Hilfe von diesem Hindernis, weil ihr ihm helfen könnt, mutiger zu werden, so dass er diese Aufgaben bewältigen kann. Jetzt, das sind nur die ersten vier Schritte, oder? Es gibt noch mehr Bausteine bis dorthin, wo wir mit einem Halsring über ein Hindernis springen können. Wenn ihr diese weiteren Schritte kennenlernen möchtet, habe ich einen Online-Kurs auf Athletic Horsemanship. Ihr könnt ihn gerne buchen, besuchen und dort euch mehr Informationen holen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Diese ersten vier Schritte, das ist nicht ein Projekt für 10 Minuten. Vielleicht braucht jeder einzelne Schritt eine Woche oder so, bis ihr oder eure Pferde bereit sind für den nächsten Schritt. Also verwendet genügend Zeit, damit ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Weil, wie wir am Anfang gesagt haben, unser Thema von heute ist Vorbereitung. Also vor und bereit. Wir gehen erst zum nächsten Schritt, wenn wir bereit sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Pferden.